schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Ich habe mir gedacht, wir schauen einfach mal, was das Universum uns heute sagen möchte. Quasi so eine Impulsbotschaft. Ich habe das Gefühl, irgendwas möchte raus. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Bitte bedenkt natürlich, es ist ein allgemeines Reading und es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Falls du da einer anderen Constellation bist, drehst du es dir einfach um. Und habe ich schon gesagt, weiß ich nicht mehr, das Reading ist zeitlos. Es fängt schon wieder geil an. Gut. So. Nee, das war nicht richtig. So, was sollst du denn wissen? Was möchte hier denn unbedingt raus? Oh, wir haben das Ass der Stäbe, wir haben den Ritter der Stäbe. Wow, 10 der Kelche, hier kommen heiße Nachrichten auf dich zu. Halleluja, hier geht's schon wieder ab. Das kann dir hier gehörig auch deine Hocker wegziehen, ne? Der Narr, also im positiven Sinne. Acht der Münzen. 6 der Kelche. Der Schwerter und die 3 der Stäbe. Wow, also heute habe ich es einfach nach Impuls gemacht, genauso kam es durch, deswegen sieht das Bild heute ein bisschen anders aus, ihr Lieben. Ihr wisst ja, ich lasse mich immer leiten, ja. Tatsächlich ist es so, dass ich hier wirklich das Gefühl habe, hier kommt mit Vollgas wirklich jemand an, ja. Könnte ein Feuerelement sein, Löwe, Widder oder Schütze. Und ich habe das Gefühl, dieser Mensch ist kaum zu bremsen. Ja? Hier vermisst sich jemand und zwar elendig. So kann man sagen. Es geht darum, dass es hier zu einer Trennung gekommen ist vielleicht oder auch zu einem Kontaktabbruch oder zu einem Streit. Ja? Es kann aber auch einfach sein, dass es zwischen dir und dem Gegenüber einfach nicht mehr so liebevoll zuging, ne? Sondern dass man das irgendwie, dass man so abgekühlt war, so abgeklärt war. Und hier auch gar nicht mehr wirklich ins Gefühl gegangen ist, sondern nur ständig in der Birne war und über die Dinge nachgedacht hat. Und ich nehme hier irgendwelche Probleme wahr, die es hier zwischen dir und dem Gegenüber gegeben hat. Ja, kann auch für die einen oder anderen ein finanzielles Thema sein oder auch eine Jobsituation, die hier auf eure Beziehung gewirkt hat. Ja, oder eine Fernbeziehung kann es auch sein. Auf jeden Fall ist es so, hier konnte dich jemand nicht oder hier kann dich jemand nicht vergessen und hier kommt jemand mit Vollgas angerauscht. Ja, also sowas, also hier mit dem Ritter der Stäbe, der ist richtig zügig unterwegs. Also das sieht man ja auch, das Pferd rennt hier im Galopp. Und es geht hier um einen Neubeginn. Ja, es geht hier um etwas, was auf jeden Fall auch Zukunftsperspektive aufzeigt. Ich glaube einfach, dass die Themen aus der Vergangenheit wirklich geklärt werden können. Das ist hier ganz wichtig, dass man über die Dinge auch nochmal spricht. Ja, wenn es jemand ist aus der Vergangenheit, für viele wird es so sein. Ansonsten kann es natürlich auch in einzelnen Fällen jemand Neues sein. Aber das Gefühl ist irgendwie so, als ob du den schon ewig kennst. Und hier geht es dann auch darum, dass dieser Mensch ganz anders ist wie das, was du in der Vergangenheit mit Herzensmenschen erlebt hast. Ja. Also sowas haben wir hier. Auf jeden Fall geht es ja auch um natürlich den extrem leidenschaftlichen Aspekt. Ja, also hier ist jemand wirklich Feuer und Flamme. Du leuchtest hier wie ein helles Licht aus der Ferne. Und dieser Mensch wird auch, dem ist kein Weg zu weit, um zu dir zu kommen. Ja, also ich habe das Gefühl, auch unerwartet, jemand, der vielleicht wirklich weiter weg ist von dir, kann sogar wirklich auch ein ganz anderer Kontinent sein, ja, ist auf einmal vor deiner Tür. Also für einige wird das wirklich so sein, dass hier jemand ganz plötzlich und unerwartet sagt, ich bin jetzt gleich bei dir. Ja, also das ist krass. Und darauf möchte dich das Universum vorbereiten, auch über, also auch auf die Nachrichten, die da reinkommen, ja, weil ich habe das Gefühl, das ist hier wirklich was Schicksalhaftes. Ja, sorry, ihr Lieben, wenn ich hier so ein bisschen hake, weil das Problem ist gerade, ich muss meine Kamera an dem Ladegerät dran lassen und das Kabel hängt hier quasi vor, vor meinen Augen. Deswegen eiere ich hier immer so hin und her.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass das Universum das hier in die Wege leitet, ja. Das habe ich hier ganz, ganz klar. Und für dich ist es auch so, dass ich das Gefühl habe, hier werden Blockaden hintereingelassen. Hier soll der Friede rein, ja. Hier möchte jemand die Versöhnung mit dir, hier möchte jemand wirklich den absoluten Neubeginn. Hier geht es auch um Leichtigkeit, ne. Wenn du jetzt sagst, nee, ich schaue hier nicht auf die Liebe, du kannst es auch auf alle anderen Dinge beziehen, tatsächlich, ja. Es ist einfach so, dass sich eine Grundsituation hier wirklich positiv verbessert. Und das, womit du gerechnet hast, nämlich vielleicht sogar, dass es alles irgendwie ins Negative läuft, löst sich hier auf, denn du hast ja auch einen gewissen Schutz. Ja, das kriege ich hier ganz klar rein. Auch ein Geheimnis, was sich dir offenbart. Ja, also du bist hier für jemanden sehr, sehr wertvoll. Du bist wie so ein Diamant. Du hast deine Ecken und Kanten und das liebt hier jemand an dir. Ja, das kann ich dir hier auch noch sagen. Und es geht hier auch darum, dass jemand irgendwie erwachsen geworden ist. Ich habe für den einen oder anderen das so drin, hier ist jemand einfach erwachsen geworden. Hier war jemand vielleicht wirklich sehr unreif, ja, und hier wird jemand erwachsen. Hier möchte jemand auch zusammen mit dir einen Weg gehen, ja. Und für einige kann es ja auch sein, dass man hier wirklich, zum Beispiel, wenn du im Kontakt bist, dass dieser Kontakt sich jetzt intensiviert, ja, dass man sehr viel kommuniziert, und dass man, vielleicht gab es da sogar auch eine kleine Pause, ja, aber dass man jetzt wieder in den Austausch geht, dass man merkt, wow, ihr seid doch so voll auf einer Wellenlinie, man kann sich nicht vergessen, ja, man denkt immer wieder an dich und es kann auch sein, dass du von diesen Menschen träumst, dass du Botschaften bezüglich dieses Menschen bekommst, über Tiere, über Musik, über Synchronizitäten, so. Und ja, das ist hier schon der Impuls, dass hier diese positive Überraschung auf dich wartet, ja. Also es ist Hammer. Dein Gegenüber könnte jemand sein, der wirklich auch so ein Abenteuermensch ist, ja. Der ist gerne unterwegs, der ist gerne irgendwie so, dass er auch sagt, ja, ich kann auch einen Abend zu Hause auf der Couch verbringen, aber er unternimmt auch gerne Dinge, ja. Ich habe hier wirklich jemanden, dem auch Familie sehr, sehr wichtig ist und der jetzt auch wirklich bereit ist für eine richtige, feste, solide Partnerschaft, ja. Etwas, was wirklich zukunftsweisend ist. Man wird auch mit dir über Zukunftspläne sprechen, ja, und auch mit dir zusammen an eurem gemeinsamen Weg arbeiten, ja. Auch das habe ich hier drin. Also das ist spannend. Er weiß nicht so genau, wird mir gerade durchgegeben, er weiß nicht so genau, wie du reagierst, ja, wenn hier jemand wieder auf dich zukommt, weil, ja, hier gab es schon irgendwas Verletzendes, was er gemacht hat in der Vergangenheit. Ne? Es kann auch sein, dass man zum Beispiel in der Vergangenheit eine Affäre hatte, du hast diese Affäre beendet, dieser Mensch konnte dich aber nicht vergessen, weil vielleicht auch das Leidenschaftliche mit dir einfach besonders besonders war, ja, also besonders innig und vielleicht ist er da voll auf seine Kosten gekommen, was mit anderen eben jetzt nicht der Fall war, ja, oder so, sowas habe ich hier drin. Also auch auf leidenschaftlicher Ebene scheint das hier richtig zu matchen, ja, und ja, du wirst sehen, hier kommt ganz unerwartet plötzlich in den Abendstunden. Für viele wird es so wirklich Sonnenuntergang bis Abend, Nacht, späte Nachtstunden. Da kommen diese Nachrichten reingerauscht, ja. Also das habe ich hier. Oder ganz, ganz, ganz früh morgens. Ja, das habe ich auch noch. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, kriege ich gerade rein, ja, du wachst auf, guckst auf dein Handy und du fällst vom Glauben ab, ja. Und du denkst dir, ernsthaft jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Im Leben nicht hätte ich damit gerechnet, dass dieser Mensch nochmal auf mich zukommt oder dass da Nachrichten reinkommen oder dass man dir wirklich auch erklärt, dass man dich einfach vermisst, ja. Also sowas haben wir hier. Das ist spannend. Ich bin gespannt, was jetzt die Karten noch so sagen. Schauen wir mal. Ja, hier haben wir schon mal den Mut, den hier jemand aufbringt. Ja, ich sag ja, hier ist jemand erwachsen geworden. Also das ist das, was ich hier wirklich auch reinbekommen habe. Ja, ihr habt ja auch eine ganz alte Seelenverbindung und das ist schon ein starkes Band, was hier zwischen dir und diesem Gegenüber besteht.
Und für einige ist es auch so, dass er hier wirklich Mut beweist, ja, dass man hier wirklich auch jetzt auch anfängt, mutige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht muss man auch wirklich einen Arbeitsplatz aufgeben, einen Ortswechsel vornehmen, damit ihr zusammen sein könnt, ja. Und diesen Mut wird dieser Mensch hier aufbringen. So habe ich das. Huch, das war nicht stimmig. So. Ja, auch hier haben wir die tanzende Flamme. Ja, also hier geht es um die Neugier natürlich, aber auch um die Aufregung, die Erotik, die da reinkommt, weil ich habe schon das Gefühl, hier knistert es ordentlich zwischen euch, ne? Wenn ihr euch dann wieder begegnet, das ist schon so, dass da ganz viel Erotik im Raum mit drinnen ist, ja, sozusagen. Und ja, also für einige ist es auch so, dass hier eben ja, so diese positive Aufregung einfach reinkommt, weil, wie gesagt, du rechnest damit nicht, ja? Das ist echt krass. Es könnte sein, dass ihr ein gemeinsames Hobby habt, dass ihr zum Beispiel gemeinsam getanzt habt oder dass das Tanzen euer Hobby ist, kann auch jegliches anderes Hobby sein, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe hier irgendwie ein gemeinsames Hobby, gemeinsame Interessen, die ihr habt, ja, wo ihr euch da auch sehr ähnelt, ne? Und vielleicht ist es auch eine Person, die schon sehr viel durchgemacht hat, auch in der Vergangenheit, ja, und du ebenfalls, ja. Krass. Es kann auch sein, dass sich hier jemand endlich für dich jetzt trennt. Von einer anderen Person, ja, dass du da wirklich lange gewartet hast, dass du da quasi auch sehr geduldig warst, ja, und diese Geduld könnte sich jetzt wirklich auszahlen, ne? Das haben wir hier auch noch. Guck mal, und im Unterdeck habe ich hier das Rainbow Girl. Lösungen, alle Kräfte wirken, Potenzial und die Versöhnung. Also, was soll ich dazu noch sagen? Vielleicht siehst du jetzt wirklich viele Regenbögen, ja, also das wäre hier auf jeden Fall auch noch ein Indiz, dass du hier dir was rausziehen kannst, ja, aber es ist generell so, hier definitiv geht es hier um das Potenzial der Versöhnung. Es geht darum, dass man hier, ja, einfach mit dir neue Dinge auch erleben möchte, die Verbindung auf eine ganz neue Ebene bringen möchte, ja. Vorher hat man vielleicht so ein bisschen rumgeeiert, jetzt geht es aber wirklich um Zukunft, ja, und auch um den gemeinsamen Weg, und der wird sich jetzt dir auch zeigen, ne? Also das, und dazu war er vielleicht vorher nicht in der Lage, ne? Warum auch immer, es können hier wirklich verschiedene Gründe gewesen sein, ne? Ja. Vielleicht ist einer von euch gerade in einer Umschulung, Weiterentwicklung, also beruflichen Weiterentwicklung, vielleicht ja, Umschulung, Weiterbildung, Fortbildung, sowas, ne? Dass man vielleicht auch da gerade mittendrin ist. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein, bekomme ich rein. Für den einen oder anderen kann es sein, dass jemand von euch sehr schöne blaue Augen hat. Das kriege ich auch noch rein, die blauen Augen. Ja, graues Haar kann natürlich hier für den einen oder anderen wichtig sein. Aber ich habe auch blond diesmal. Also das Blonde kommt ganz stark durch heute. Muss aber nicht immer passen, ne? Also macht es davon jetzt nicht nur abhängig. Ich kriege tatsächlich im Bereich, in diesem Bereich, also quasi hier, bekomme ich rein, dass hier eine Auffälligkeit bei deinem Gegenüber ist. Vielleicht eine Narbe oder bei dir, ja, eine Narbe, ein größerer Muttermal, eine Warze, irgendwie sowas, ja. So, was haben wir hier? Hier haben wir Sophia. Vielleicht kannst du mit dem Namen Sophia etwas anfangen. Göttlicher Plan, Weisheit, innere Einsicht, Bestimmung. Also dazu wollte ich nichts mehr sagen. Das knallt hier sowas von rein, ne? Ihr Lieben, also das Ganze ist hier bestimmt für dich, ja. Und hier hat jemand auch eine Einsicht. Also es ist auch immer schön, wenn jemand dann endlich mal einsieht, okay. Ich habe halt Gefühle für die Person, ja. Ich liebe diesen Menschen und ich höre jetzt auf, mich dagegen zu wehren. Ja, also sowas haben wir hier. Also es ist echt krass und das Ganze hat hier wirklich einen göttlichen Plan. Und schaust du nicht auf die Liebe, ja, auch das, du wirst hier zur Weisheit kommen, du wirst hier eine Lösung haben, hier kommt ein Potenzial rein, ja, und vielleicht darfst du auch ein bisschen geduldig sein, vielleicht musst du auch einiges dafür tun, aber du wirst hier, das ist alles deine Bestimmung und du wirst hier eine aufregende Zeit haben, ja, und du wirst hier auch in den Frieden kommen, definitiv.
Also, Hammer, Hammer-Orakel, ihr Lieben. Und warum das so dringend war und warum das so ist, weil, wie gesagt, hier kann dir ganz schön das Blech wegfliegen, wenn dieser Mensch sich meldet, weil du damit im Leben nicht rechnest. Ja, also es ist krass. Oder du rechnest nicht damit, dass jetzt jemand dir wirklich sagt, du, ich liebe dich, ich möchte mit dir meine Zukunft planen. Auch das könnte dich erstmal kurzzeitig vom Hocker hauen, ja. Hier haben wir das P, PS übrigens, das ist persönliche Nachricht. Jetzt ist die Zeit zum Lernen und Informationen sammeln. Genieße es, Lernender zu sein, denn in der Zukunft wirst du dein Wissen anwenden. Also ich glaube, dass ihr hier euch auch gemeinsam weiterentwickelt, weiterbildet, ihr lernt voneinander, ja, das ist auch dieser göttliche Plan. Und für den einen oder anderen, ich habe hier irgendwie, mir kommt die ganze Zeit das Wort Patient rein, ja, vielleicht habt ihr irgendeine Verbindung auch, was das anbetrifft, Patient, Patientin, ja, Arzt, Patientin, irgendwie sowas, das könnte hier rein, also es könnte hier mitten im Puls sein, ja, aber muss damit nichts zu tun haben. Grundsätzlich gilt es hier wirklich darum, dass ihr hier voneinander lernt, dass ihr hier aber auch einen gemeinsamen Weg geht und auch auf diesem Weg werdet ihr euer gelerntes oder erlerntes Wissen anwenden, ja. Und hier steckt ganz viel Potenzial drin, neue Wege zu gehen, die ganz viel Abenteuer und Aufregung, also positive Aufregung mit sich bringen, ja. Spannung. Jetzt kommt mir das Ü-Ei rein. Ü-Ei kommt mir rein. Vielleicht, ich weiß nicht, hat er dir mal ein Ü-Ei mitgebracht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was damit jetzt wieder gemeint ist. Aber Überraschungsei ist halt auch... Ihr Lieben, bitte aufpassen, ja. Überraschungsei könnte eben doch sein, wenn es hier wirklich zu erotisch wird, ne? Und ihr seid hier noch in dem Alter, wo das klappt. Dann könnte ja auch eine Überraschung auf euch zukommen. Also da ein bisschen Vorsicht, weil das hatten wir auch, glaube ich, in der Wochenenergie, bin ich der Meinung. Irgendwo hatte ich das erst auch wieder. Das kommt mir hier mit dem Ü-Ei auch rein, aber es kann eben auch sein, dass zum Beispiel jemand Ü-Eier-Figuren sammelt, ja, oder Ü-Eier einfach liebt, ja, oder er bringt dir immer ein Ü-Ei mit, zum Beispiel, ja. Also irgendwie kommt mir das rein. Hier haben wir nochmal das S. Und Serena, ich bin der Engel der Fülle, du wirst das Geld bekommen, das du brauchst. Wie das geschehen wird, liegt in Gottes Hand, hab Vertrauen. Jo, also hier kommt einmal entweder wirklich finanziell auch etwas ins Gleichgewicht, ja, was vorher nicht ins Gleichgewicht, nicht im Gleichgewicht war. Es kann auch sein, tatsächlich, dass dieser Mensch dir jetzt den Wert zuspricht, den du auch verdient hast, ja, wo man dich vielleicht auch vorher nicht wirklich gut behandelt hat, wo man vielleicht auch, ja, dich hatte einfach stehen lassen oder sowas, ja, das kann ja auch möglich sein, aber eben für einige habe ich ja auch so im Moment, könnte es auch bei dir ein finanzielles Thema geben, wo du auch der Meinung bist, ja, das funktioniert ja alles nicht, ja, du möchtest hier vielleicht auch was verändern, kannst es aber nicht, weil dir das Geld vielleicht fehlt. Und da hab Vertrauen, hier kommt was vom Universum. Ja, du bist, du wirst hier beschützt, ja, und der Engel der Fülle zeigt an, dass jetzt wirklich eine immense Fülle auf dich zukommt. Und das gehört hier auch zu deinem göttlichen Plan. Ja, also Wahnsinn. Ja. Wenn ich ruhig bin, channel ich, ihr Lieben. Ich habe gerade überlegt, also, beziehungsweise ich habe gerade geguckt, ob ich hier jetzt noch andere Botschaften reinbekomme, aber bekomme ich nicht. Vielleicht kannst du, wie gesagt, mit diesem Buchstaben noch etwas anfangen. Schauen wir mal noch auf die Krafttiere. Du darfst hier auf jeden Fall im Vertrauen bleiben, ja? Die Farbe Orange könnte für dich auch noch wichtig sein. So, hier haben wir den Widder. Fruchtbarkeit und Macht. Ja, ich sage, vielleicht hast du es mit einem Feuerelement zu tun, mit einem Widder. Ja, und hier ist auch wieder die Fruchtbarkeit, das Ü-Ei. Ne? Schön aufpassen, wenn man es nicht will. Und du hast hier mehr Macht, als du das dir vorstellen kannst. Ja. Also, das ist hier auch so ein Spiel der Erotik, ja, also das habe ich ja auch für die einen oder anderen. Du drückst schon die richtigen Knöpfe, du reizt diesen Menschen unheimlich. Ja, also,
Und dann ist erstmal wieder kalte Schulter. Ja, also es ist hier so ein bisschen auch so auf spielerische Art und Weise, nicht im bösartigen Sinne, aber auf spielerische Art und Weise flirty, ja, flirtendes Verhalten. Und es kann sein, dass du hier auch mit einer sehr männlichen Energie in Verbindung kommst. Ja, also dass dein Gegenüber auch wirklich jetzt eine ganz starke männliche Energie aufzeigt, ja. Und der wird auch nicht so schnell aufgeben, ja, selbst wenn du sagst hier, nö, will ich nicht, du reagierst nicht, machst die Tür vielleicht auch nicht auf, ja. Ich habe hier wirklich das Gefühl, er überlegt sich irgendwas, er wird nicht so schnell aufgeben. Und das hat was mit dem Universum zu tun, weil er angetrieben wird, ihr Lieben. Ach ja, schön. Die Elster, ja. Vielleicht tatsächlich begegnen dir jetzt häufig Elstern, du hörst sie vielleicht, sie kommen dir besonders nah. Die Verbindung von Gegensätzen, ja. Also es kann wirklich sein, dass hier das männliche-weibliche Prinzip ins Gleichgewicht kommt, ja. Dass er, wie gesagt, jetzt auch endlich mal in die männliche Energie kommt. Vielleicht war er vorher in der passiven Energie, ja. Er in der weiblichen Energie ist ins Empfangen gegangen und ja, es hat eigentlich nicht funktioniert, ja, und jetzt kommt aber das ins Gleichgewicht. Das ist das Erste, was ich reinbekomme. Das Zweite ist, es könnte wirklich sein, dass ihr grundsätzlich selber Interessen und sowas habt, aber dass ihr zum Beispiel in irgendeinem Punkt seid ihr komplett gegensätzlich, ja. Vielleicht, keine Ahnung, ist er zum Beispiel ein absoluter Klugscheiß, das ist nur ein Beispiel, ja, und du eben nicht. Sowas. Es kann eine Charaktereigenschaft sein, die hier komplett unterschiedlich ist, ja, wo Gegensätze sind. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass ihr wirklich komplett gegensätzlich seid, ja, aber ihr habt trotzdem mindestens wirklich ein gemeinsames Hobby, wo ich sage, da seid ihr voll auf einer Wellenlinie, ja. Das ist das, was mir reinkommt. Ach ja. Vielleicht ist von jemandem hier tatsächlich auch schwarz die Lieblingskleidung. Ja, das kommt mir hier auch rein. Orange hatten wir noch als Farbe, definitiv. Ja, vielleicht trägt er häufig schwarz. Vielleicht muss er auch Anzüge tragen auf der Arbeit zum Beispiel. Oder er ist ein Anzugträger. Ja, das könnte auch möglich sein. Muss aber nicht. Vielleicht trägt er auch grundsätzlich schwarze Jeans. Ja, das kann auch sein. Okay, so, was nehmen wir denn jetzt noch? Wir nehmen, wir machen jetzt mit den Zeitkarten weiter. Mittwoch, ihr Lieben, morgen ist Mittwoch. Also bitte, 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 schreibt mir das, wenn das morgen passiert, ja? Also wenn das morgen Abend irgendwie passiert, bitte schreibt mir das. Also weil für viele habe ich wirklich morgen, deswegen ist es auch hier diese Impulsbotschaft, ja? Also kann ich mich schon wieder drüber, echt drüber kaputt lachen, das ist einfach nur geil. Ja, Zielbilanz sei ganz realistisch und ich glaube auch, tatsächlich, dass du sehr realistisch an die ganze Sache rangehen wirst. Du wirst ja auch ein bisschen vorsichtig sein, das solltest du auch, ne? Weil, wie ihr wisst, immer allgemeine Reading, allgemeine Legung, wollte ich sagen. Und es ist einfach irgendwie so, dass, ja, keine Ahnung, hier geht es auch mit der 4 um Sicherheit, um Stabilität, ja, und auch um das Zusammenwachsen, ja, dieser gemeinsame Weg. Und das wirst du auch für dich eruieren, ne? Also du solltest schon auch schauen, gerade weil wir im allgemeinen Reading sind, sei da ganz realistisch, ne? Kann das dein Reading sein? Das ist auch nochmal wichtig, weil es sind bombastische Energien, die wir hier liegen haben, ja? Okay, also die Zahl 4, es kann sein, dass du eine Lebenszahl 4 bist. Es kann aber auch sein, dass die nächsten 4 Tage, 4 Wochen, 4 Stunden, 4 Monate für dich wichtig werden. Ein Mittwoch generell. Vielleicht gehst du mittwochs auch immer zum Sport oder du hast mittwochs immer deinen Ruhetag oder du hast mittwochs immer frei oder einen kurzen Arbeitstag. Ja, dann kann das ja auch noch ein Impuls für dich sein. Hier haben wir die 54 oder 45. Vielleicht kannst du auch mit dem Monat 4 oder 5 was anfangen. Ich habe hier aber auch tatsächlich
dass es sein kann, dass die 4 oder die 5 in deinem Geburtstag mit drin ist. Der 23.7. bis 23.8., da geht es darum, dass etwas losgelassen wird und etwas Neues beginnt. Ja, in diesem Zeitraum habe ich das. Also das kannst du dir auch nochmal aufschreiben, wenn du möchtest. 23.7. bis 23.8. Und die Doppelzahlen 5544 könnten für dich jetzt auch häufiger sichtbar sein. Das ist auch noch so ein Zeichen, ja. Hier wird die gesamte Herzkraft befreit. Ich habe hier wirklich einfach nur eine mega geile Energie. Jemand hat erkannt, dass du der Diamant bist, ja, dass du das Leuchten auch in der Ferne bist. Und hier möchte jemand einfach wieder mit dir sein, ja. Also so habe ich das hier. Krasse Sache. So, natürlich kann es auch sein, dass du zum Beispiel die 45, 54 im Kennzeichen hast oder dein Gegenüber. Das kann hier auch noch wichtig sein. Und jetzt machen wir noch ein Sternzeichen. Hier haben wir den Krebs. Dann haben wir Waage. Dann haben wir Fische. Dann haben wir Steinbock. Stier. Und Wassermann. Und im Unterdeck habe ich hier den Skorpion. Also für diese Sternzeichen kann es hier ein wichtiges Orakel sein. Aber natürlich auch, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, kann hier das dein Reading sein. Ja, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben. Auch nochmal ganz wichtig. So, schauen wir noch, was wir hier vom Beutel kriegen. Okay, wir haben einiges an Buchstaben. Jetzt müssen wir gucken, seht ihr das noch? Wenn ich das hier so ein Stück schiebe, ja, ne? Oh. L, T, F, Doppel-T, D, R. Wir haben schon wieder einen Doktor. Vielleicht hat jemand einen Doktortitel, ne? Das kann hier echt sein. Nochmal das F. Also Doppel-F und Doppel-T könnten wirklich wichtig sein, ja. M, D, Y und das E. So, jetzt muss ich mal kurz reinspüren mich. Moment. Ihr Lieben, ey, mir kommt das Wort Matt rein. Warum denn Matt? Vielleicht isst jemand wirklich gerne Matt. Es ist krass, es kann auch sein, dass hier jemand richtig viel abgenommen hat, ja, also du oder dein Gegenüber, es könnte jemand sein, es kann wirklich jemand sein, der wirklich ganz viel abgenommen hat. Und dann kommt mir irgendwie noch rein, wie gesagt, der Doktortitel, der kam sofort rein. Und vielleicht kannst du was mit Städten anfangen, ja, vielleicht ist auch da das Wort Det oder Met mit drin, ja. Zum Beispiel Detmold oder so. Also sowas könnte es sein, ja. Ihr Lieben, vielleicht sagen euch diese Buchstaben etwas. Was haben wir hier noch? Wir haben hier das Eis. Es kann sein, dass jemand wirklich dich zum Eisessen auch einlädt. Ja, hier haben wir nochmal das Sugar. Das ist auch so dieses Süße, die Süße, die zurückkommt. Ja, zweimal süß. Grundsätzlich hier haben wir noch die Ananas mit drauf. Vielleicht ist jemand auch ein totaler Ananas-Fan. Ja, auch das bekomme ich rein. Und grundsätzlich ist es einfach so, dass hier wirklich die Süße des Lebens zurückkehrt, ja. Hier haben wir nochmal die Erdbeere, auch wieder schön. Dann habe ich hier noch ein D, habe ich unterschlagen tatsächlich. Und hier habe ich das Herz. Also es geht im Endeffekt hier wirklich um die Liebe, um eine Herzensangelegenheit, ja, wo die Süße des Lebens wieder zurückkommt. Und ja, dass man hier wirklich jetzt wieder anfängt, das Leben auch zu genießen, ja. Das war hier vielleicht auch eine ganze Zeit lang eben nicht der Fall. Und hier ist eine positive Aussicht. So kann ich es euch sagen, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, dass ich euch hiermit eine kleine Freude machen konnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf. Vielen lieben Dank nochmal für all eure Likes, Kommentare und Abos, die ihr da lasst. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Und danke auch für jegliche andere Wertschätzung, ihr Lieben. Ja, in diesem Sinne, passt gut auf euch auf und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.